lebst du? Meine Familie lebt hier. Komm mit, Charles. Ich will dich jemandem vorstellen. Willkommen in Brideshead, Mr. Ryder. Das ist das schönste Haus, das ich je gesehen habe. Wie nett von Ihnen. Wer ist das da im Auto neben deiner Mutter? Meine Schwester. Ich nehme an, Sie sind keiner von uns. Ich lebe nicht so wie Sie, wenn Sie das meinen. Er ist mein Freund, deswegen ist er hier. Findest du nicht, er sollte wissen, worauf er sich einlässt? Mr. Ryder wird für den Rest der Ferien bei uns bleiben. Sie scheinen mir ein sehr zuverlässiger junger Mann zu sein. Sebastian und ich, wir sind Heiden. Ich bin kein Heide, ich bin ein Sünder. Los, besaufen wir uns. Sie sind ein guter Freund. Aber ich denke, für Sebastian ist es mehr als Freundschaft. Seien Sie vorsichtig, Mr. Ryder. Hallo, Charles. Sag mir, dass es Schicksal ist. Sebastian. Ich bin dir doch gleichgültig. Du wolltest immer nur meine Schwester. Sie haben sich hoffentlich von Julia nicht in die Irre führen lassen. Ihre Zukunft liegt nicht in Ihren eigenen Händen. Ich habe das große Vergnügen, die Verlobung meiner ältesten Tochter, Lady Julia Flight, mit Mr. Rex Morgstrom bekannt zu geben. Ich denke, Sie sollten uns jetzt verlassen, Charles. Du hast geglaubt, durch mich kommst du auch an das Haus. Das kannst du doch nicht im Ernst denken. Sag mir eins, was will Charles Ryder wirklich?